Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer anderen Folge. Bei uns hier auf dem Kanal sofort und gleich. Ja, es ist ja keinem entgangen, was da momentan passiert mit Artikel 13, dieser neuen sensationell toll durchdachten Urheberrechtsreform. Ja, gestern habe ich gedacht, irgendwie mich trifft der Schlag. Also nicht nur, dass diese Urheberrechtsreform durchgewunken wurde, ganz schnell vom Europaparlament. Gut, es muss noch mal irgendwie am 9.4. noch mal final abgesegnet werden, aber jeder kann sich natürlich denken, dass da nicht mehr so wirklich viel sich dran ändern wird. Gab einige Demos, sollte sich jeder wirklich überlegen, ob er nicht doch mal wieder auf die Straße geht. Aber wenn, dann natürlich immer nur friedlich bleiben, auch wenn es super krass ist, was da momentan läuft. Ja, über alle, die gegen die Urheberrechtsreform sind, wurde ja mega krass geurteilt. Ja, wir wurden ja als Bots betituliert und so weiter. Ich mache mich mal jetzt extra groß hier. Gekaufte Bots. Ja. Und hier wird mit ganz schön harten Mitteln gekämpft. Also das Krasse ist, ich benutze eine App, die finde ich mega cool. Eigentlich in erster Linie, um Magazine zu lesen. Das ist Readly, nennt sich das Ding. Das ist echt geil. Und die haben jetzt Zeitungen mit aufgenommen. Und ja, da kann man ja immer mal ganz kurz gucken, so überfliegen, was denn da so auf den Titeln drauf ist. Mache ich auch immer mal ganz gerne, um mal so die andere Seite zu sehen. Also, was liest denn der normalo deutsche Durchschnittsbürger? Wenn er denkt, er ist aufgeklärt und geht an den Zeitungsstand und ja, das muss sich natürlich jeden Tag informieren über das, was in der Welt passiert. Und ja, also was liest der normale Deutsche? So, und da gibt es natürlich eine Zeitung zum Beispiel, die ist ja unter Pseudo sogenannten Intellektuellen eben sehr, sehr beliebt. Das ist die Welt. Und ja, und da sehe ich was vorne auf dem Titelbild. Ich traue mich nicht, gerade auch schon wegen dieser Urheberrechtsgeschichte, gar nicht, das hier so zu veröffentlichen oder anzuzeigen. Aber es kann ja jeder, kann ja selber mal danach suchen. Ich gucke mal, ob ich einen Link unter das Video packe, eventuell auch oben ins Video. Da war auch eine Europafahne, also ein bisschen anders, und da stand ganz groß im Kreis drin von den Sternen: Europa wehrt sich. Habe ich schon gedacht, so, what the fuck? Europa wehrt sich gegen wen? Europa wehrt sich. Werden wir angegriffen? Was ist los? Was passiert in der Welt? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Check ich irgendwas nicht? Europa wehrt sich. Ja, und dann lese ich weiter. Und dann steht unten drunter: Nach einem harten und zähen Streit stimmt das EU-Parlament für die Reform des Urheberrechts. Da denke ich so, what the fuck? Wie jetzt? Was? Europa wehrt sich? Und was hat das jetzt mit der Urheberrechtsreform zu tun? Gegen wen wehrt sich denn Europa? Was hat das mit dem Urheberrecht zu tun? Sind wir alle so schlimm und haben wir irgendwas so Bösartiges gegen die EU gemacht, dass die sich gegen irgendwie alle wehren müssen? Und checke ich gerade nicht so wirklich. Okay, also ich lese jetzt mal weiter, was da so alles kommt. Und ja, ich hoffe, ihr sitzt und nehmt euch mal einen Kaffee, lehnt euch mal zurück, ja, und checkt das ab, was die da so, wie die das so darstellen und wie das der Normalo zu lesen bekommt. Das ist echt der Oberknaller, ja.
Also erstmal klar, wieder diese Schiene, soll darum gehen, die in der digitalen Welt Verlage und Künstler sollen angemessen entgolten werden. So, und dann die Kritiker natürlich, die befürchten Zensur und protestieren im Netz. So, das ist erstmal so Titelbild gewesen. Aber der Knüller kommt eigentlich erst, wenn man da reingeht. Und da haben wir hier so ein Kommentar. Aufschub nennt sich das. Der kleine Aufschub, ein Kommentar von einem Ulf Poschardt. Und das ist richtig krass. Hier, da fängt dann auch schon so an mit Europa wehrt sich, ja. Und aus den Jahren und Jahrzehnten des staunenden Eckenstehens gegenüber den digitalen Tech-Giganten aus dem Silicon Valley ist eine neue Wehrhaftigkeit entstanden, die erste Früchte trägt. Ey, hier wird schon Wehrhaftigkeit, ja. Wow. Ey, das klingt schon so militärisch, Leute, ey. Das klingt fast wie, wir befinden uns hier im Krieg oder was, ja? Also, eine neue Wehrhaftigkeit ist jetzt entstanden durch diese Geschichte. Hammer, ja? Lesen wir mal weiter. Also, da geht es dann hier um so eine Wettbewerbskommissarin, die Google schon ein paar Mal Strafen aufgelegt hat, auferlegt hat und so weiter. Und jetzt steht hier, dass halt auch das EU-Parlament nach einer harten, zähen und nicht selten absurd demagogischen Debatte einer Reform des Urheberrechts zugestimmt. Krass, selten absurd demagogische Debatte. Nicht selten absurd demagogische Debatte. So, jetzt kommt's, also, jetzt geht's um einen Wüstenprotest der umfassend halb informierten jungen Menschen. Also Leute, ihr seid alle so halb informiert, ihr habt keine Ahnung, was ihr da so erzählt, ja. Ihr seid völlig so, nur so halb informiert, ja. Ihr checkt gar nichts, ne, wird euch hier gesagt, so, ihr checkt nichts, ne. Also alles Nullchecker hier. Wir alle sind Nullchecker. Die glauben, dass ihnen ihre YouTube-Helden und ihre digitalen Lexika geraubt werden. Nichts davon wird passieren, steht jetzt da. Okay? Es ist auch nicht das Ende des Internets oder gar die Vertreibung der engagierten Jugend aus dem sicheren Hafen demokratischer Partizipation. Okay. Und jetzt geht's los. Also alle, die nach der Entscheidung lärmen, ja, also um das mal so kurz zusammenzufassen. Das sind alles schlechte Verlierer. Ja. Sind nicht nur schlechte Verlierer, sondern sogar, das gehen sogar noch weiter, ihr seid nicht nur schlechte Verlierer, wenn ihr jetzt euch darüber ärgert mit der Urheberrechtsreform, seid ihr nicht nur schlechte Verlierer, sondern ihr seid auch noch ein nützlich, jetzt pass auf, das steht hier wortwörtlich so drin, ein nützliches Spielzeug für Tech-Monopolisten. Und wisst ihr, was ihr macht, ja? Ihr tragt zu einem Artensterben, das steht so wortwörtlich drin, zu einem Artensterben von Medien und Kultur bei. Die zu einem Artensterben von Medien und Kultur führen oder schon geführt haben. So, was wollen die damit sagen? Das heißt also, die checken. Scheiße, unsere Zeitungen und so werden nicht mehr so krass so gerne gekauft und nicht mehr so gerne gelesen und so. Und unsere Nachrichten glauben sie auch nicht mehr so. Und ja, so ungefähr, ja. Und daran ist unser Urheberrecht schuld. Ja, Leute, also da musste ein neues Urheberrecht her. Weil nur so kann man natürlich dann klar, damit retten sie ihre Zeitungen. Ja, yippie-yay, ich werde deswegen natürlich gleich als allererstes hingehen, sobald die Urheberrechtsreform durch ist. Am 9.4. werde ich als allererstes hingehen und werde mir die Welt abonnieren. Jawohl, geil. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ich freue mich riesig drauf, irgendwo ein Abo abzuschließen für die Welt. Joa, Leute. Journalisten,
Schreiberlinge von dieser Zeitung, ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass ihr in irgendeiner Form mit der Scheiße, die ihr hier fabriziert, neue Abonnenten oder neue Käufer eurer Zeitungen bekommt. Glaubt ihr im Ernst, dass die Leute jetzt sagen, jetzt erst recht, ja geil, wir freuen uns darauf, jetzt eure Zeitungen wieder zu kaufen und wieder zu lesen? Ist das euer Ernst? Denkt ihr das wirklich? Also ich war eigentlich immer der Meinung gewesen, dass Journalisten einen gewissen Durchschnitts-IQ übersteigen sollten. Aber Leute, das ist armselig. Das ist wirklich armselig. Wenn ihr wirklich dieser Meinung seid, dann kann euch niemand mehr helfen. Dann ist eigentlich klar, warum ihr den Bach runtergeht. Weil euch kann keiner mehr helfen, wenn ihr so tickt. Ja? Wenn ihr die Leute angreift, die eigentlich so in irgendeiner Form euch eventuell, also die ihr gerne auf eurer Seite haben wollt, ja, dann, hallo, ich hau nicht jemanden in die Fresse und dann sage ich, ey geil, dem hau ich in die Fresse und dann kommt der zu mir und kauft jetzt meine Produkte. Ja, weil der mich jetzt ganz toll findet. Der ist total begeistert von dem, was ich tue. What the fuck? Also ernsthaft. Wir reden hier von einer freundlichen Aufforderung an die dominanten Player aus den USA, sich mit den Rechteinhabern und Verlegern über einen fairen Deal bei der Vergütung für die Nutzung von geistigem Eigentum zu verständigen. Das ist eine. Wir reden von einer freundlichen Aufforderung. Oh. Also, ich bitte dich freundlichst darum, mein streng, schnell durchgewunkenes Gesetz zu beachten. Ansonsten werde ich dich freundlichst bestrafen. Oder eben alles dicht machen. Ganz freundlich. Ich werde das sehr freundlich machen. Nämlich so, dass du gar nichts mehr dagegen tun kannst. Also es ist... Dann wird hier wieder von den Wutbürgern gesprochen. Die digitalen Wutbürger haben mit harten Bandagen gekämpft und Reformverfechter mit Todesdrohungen attackiert. Wow. Ja. Absolut. Wahnsinn, ja. Richtig. Bin auch jetzt ein Wutbürger. Totaler Wutbürger und so. Und Leute, ich möchte einfach nur, wisst ihr, es gibt schon genügend Urheberrechtssachen zu beachten. Wenn du irgendwas neu machen willst, musst du immer auf jeden Scheiß achten. Hier wird von rechtsfreiem Raum, also jetzt nicht in diesem Artikel, aber da wird von rechtsfreiem Raum im Internet gesprochen und so weiter. Gibt es überhaupt nicht, so eine Scheiße. Sorry, aber das ist völliger Schwachsinn, von rechtsfreiem Raum zu reden, was oft getan wird, weil begehe mal eine Urheberrechtsverletzung und du wirst dich freuen, wenn dann die Abmahnung irgendeines Anwaltes bei dir auf dem Tisch landet. Yippie-yay. So, tja. Es ist ein Wahnsinn. Tja. Man darf sich nicht von neonaivem Lärm undialektisch resonierender Protesttruppen erschrecken lassen. Also hier wird schon wieder von Truppen gesprochen. Also auch mega militante Schreibweise. Naja. Ja, Leute, also ich kann echt nur eins sagen. Das ist jetzt mal so die Sichtweise, wie es ein, also ich, Nicht-Wutbürger, ein aufgeklärter, guter Zeitungsleser,
vorgesetzt bekommt. Ja. Und ist alles sehr freundlich formuliert. Ist toll. Also ihr dürft begeistert sein. Und wundert euch nicht, wenn irgendjemand im Alter von, keine Ahnung, über 50 klassischer CDU-Wähler denkt, ey Leute, ihr habt alle einen an der Klatsche, wir wollen doch nur Europa retten. Ja. Mensch, seid doch für Europa. Das ist wichtig. Europa muss sich wehren. Das ist alles gut, was da so getan wird, ja. Also wundert euch nicht. Und kann, ja, ich glaube ernsthaft nicht daran, dass es irgendwas bringen wird, auf die Straße zu gehen. Trotz allem sollte man zumindest mal zeigen, dass man da ist. Und ja, bleibt friedlich, kann ich euch nur sagen. Und schauen wir mal, wie es alles weitergeht. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann unseren Kanal nicht mehr. Mal schauen, ob das Video überhaupt noch lange besteht. Also liebe Zensoren, wenn ihr das Video sehen solltet, das ist eine nicht nur eine informative Geschichte, um meine uninformierten Zuschauer ein klein wenig Einblick in eure Materie zu gewähren. Es ist auch ein freundlicher Hinweis an euch, doch mal eure Politik zu überdenken. Noch habt ihr Zeit bis zum 9.4. Ja, weil ihr werdet auf die Art und Weise keine neuen Leser bekommen. Geht einfach mal zurück zur Ehrlichkeit. Ja, und geht auf die Leute zu, aber nicht mit solchen militanten Parolen, wie ihr das hier bringt. Das funktioniert nicht. So reicht man niemandem die Hand. Und das ist auch nicht schön. Also, wenn, ja, ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Einblick gewähren hier. Und wenn ihr meiner Meinung seid, dann lasst mir doch einfach mal ein Like da. Ihr könnt auch gerne dieses Video mal teilen. Ja, und ja. Ich freue mich auf eure Meinung und ich bin mal gespannt, wie ihr dazu steht zu dem Ganzen. Also es ist, für mich ist das ein Wahnsinn, als ich diesen Text gelesen habe, ich dachte, mich haut's aus allen Latschen. Das war nicht schön. Also macht's gut, bis dann und tschüss.